Yo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu dieser zweiten Episode von Lifehacks. Heute wieder mit 10 verschiedenen Lifehacken. Was sind das eigentlich? Egal, ihr wisst ja, was das ist und dann starten wir schon mal direkt. Ich denke mal, jeder von euch hat schon mal eine PowerPoint-Präsentation in der Schule oder im Studium oder wo auch ihr gerade immer seid, vorgetragen. Und dann hattet ihr bestimmt dieses Problem, wenn ihr die PowerPoint vom USB-Stick gestartet habt, dass dann erst diese Bearbeitungsfenster kommen, also wie ihr das bearbeitet habt und dann nicht direkt die Diashow, die eigentlich normalerweise sein müsste. Was ihr dann machen könnt, ist einfach die Datei am Ende als PPSX abspeichern und wenn ihr sie dann öffnet, startet direkt die Diashow. Und ich finde, das kommt einfach professioneller rüber, wenn ihr sowas vortragt dann. Also merkt euch das. Wenn ihr eine Mathearbeit schreibt und auf einmal eure Batterien in der Klassenarbeit alle gehen, könnt ihr einfach die Batterien, die hinten drin sind, aneinander reiben, beziehungsweise die Enden von den jeweiligen Batterien. Und das gibt euch ganze extra 15 Minuten. Das könnt ihr natürlich auch mit anderen Objekten machen, wenn ihr mal eben ganz kurz Batterien noch braucht. Aber vom Taschenrechner gehen die nicht so schnell alle, deswegen habe ich mal jetzt den Taschenrechner als Beispiel genommen. Jeder kennt es bestimmt von euch, ihr wolltet euch mal irgendwo registrieren und so, aber euch hat diese E-Mail gefehlt und ihr kriegt doch immer diese Bestätigungs-E-Mail und wollt nicht unbedingt eure eigene E-Mail angeben. Dazu gibt es die Seite 10minuteemails.com und da könnt ihr euch einfach kurz mit eurer IP anmelden, kriegt dann eine E-Mail, also freigeschaltet nenne ich das Ganze jetzt einfach mal, und könnt dann einfach mal eine E-Mail erstellen für ganze 10 Minuten und dann, wenn ihr euch irgendwo registrieren wollt, ist sie dann halt für diesen Moment da und ihr braucht auch nie wieder eine neue, für diesen Account zumindest. Schreibt mit leeren Magen eure Klassenarbeiten, denn mit diesem Hungergefühl wird euer Konzentrationsvermögen weitaus verbessert und habe ich am Anfang auch nicht geglaubt und habe die letzte Klassenarbeit in Mathe sogar eine 2 plus geschrieben und hätte ich echt nicht gedacht, normalerweise schreibe ich in Mathe eigentlich immer eine 3 oder so und ey, ne, wenn es so ist, dann muss es wohl stimmen. Jeder kennt es doch wahrscheinlich von euch, wenn ihr zum Beispiel was Scharfes gegessen habt, zum Beispiel bei einer Chili-Wettessen-Wette, geil, ne? Wie eben schon gesagt, dann essen die meistens ja immer Milch oder Brot hinterher, damit das irgendwie von der Kühlung oder weniger scharf ist oder so. Was wirklich dagegen hilft, ist Joghurt. Esst einfach einen Joghurt und die ganze Schärfe im Mund wird dann gekühlt. Das heißt, ihr werdet dann noch etwas Schärfe spüren, aber es ist so gut wie weg. Ich habe es ausgetestet. Natürlich, wenn ich irgendwas sage, teste ich es vorher aus. Nicht, dass ich irgendeinen Scheiß hier laber oder so. Und weiter geht's. Für jede 10 Jahre, die ihr raucht, altert euer Gesicht für ganze 14 Jahre. Und das wollte ich euch einfach mir gesagt haben. Ich bin selbst kein Raucher, bin auch kein Fan von Rauchern. Und ich finde, ich sollte das hier dann einmal ansprechen. Es ist natürlich ein Lifehack. Wenn man heute mal so die Straßen sieht, da sieht man 7. oder 8-Klässler schon rauchen. Und ich meine, die sind, keine Ahnung, 12, 13 Jahre alt. Und ich finde, wow, what the fuck. Schreibt mir in die Kommentare, wie es bei euch in den Städten so aussieht. Ich meine, ich wohne hier als so auf so einem Halbdorf, kann man das eigentlich nennen. Und wäre mal nett, wenn ich euch eure Meinung dann mal hören würde darüber. Benutzt niemals eure Handys beim Aufladen, denn wenn ihr das macht, dann werden eure Akkus geschwächt und dadurch halten die Akkus auch nicht mehr so lange. Ich benutze es selbst, also ich mache es natürlich selbst, wenn mein Handy auflädt, dann schreibe ich ein paar Leuten zurück, aber genau das ist der Punkt, wodurch der Akku geschwächt wird und die Akkus dann im Nachhinein nicht mehr so lange halten. Und jetzt so ein Fakt, das weiß ich nicht, ob ihr es schon wusstet, aber die meisten Bratpfannen, ich koche nämlich in letzter Zeit ziemlich oft, haben hinten so einen Löffelhalter. Obwohl man das denkt, dass das irgendwie zum Aufhängen gedacht ist. Und das ist einfach, dient einfach dazu, dass man den Löffel nicht immer zur Seite packen muss und dann ist die ganze Ablage beschmutzt oder so. Auf jeden Fall noch ein kleiner Tipp von mir dazu. Ein kleiner Tipp an alle Alkoholiker da draußen. Ja, also können natürlich auch normale Personen sein oder so. Wenn ihr das Gefühl habt, euch übergeben zu müssen, atmet ganz kurz und schnell ein. Dadurch verschwindet das Übergebensgefühl und ich habe es selbst noch nicht ausgetestet. Ein Kumpel von mir meinte aber, das funktioniert und im Internet steht es eigentlich auch. Hab's mal nachgeguckt und testet es einfach mal aus, wenn ihr im nächsten Wochenende wieder losgeht, viel sauft und so. Wie gesagt, ich bin nicht so wirklich der Fan von Saufen, Rauchen. Ich bin irgendwie so der kleine liebe Fedor. Ja. Das ja wieder. Oh Gott, der kleinen Bruder als... Hä, was mache ich denn bitte? Komm her, sag's mir. Was mache ich? Du isst zum Beispiel Hamburger mit Zahnpasta. Das war ein Cheeseburger. Gegeben. Jeden Morgen habe ich wirklich dasselbe Problem. Ich werde einfach nicht wach und was dagegen hilft, ist einfach, wenn ihr euer Handy, die meisten Leute haben eh ihr Handy im Bett, spielt 3 Minuten lang irgendein Minispiel, sei es Doodle Jump, sei es Angry Birds. Es hilft einfach euch beim Aufstehen danach und ihr seid dadurch auch schon viel wacher. Heißt es wach oder wächer? Wacher, ne? Ja, meine ich doch. Viel kräftiger, dass ihr aufstehen könnt. Viel kräftiger, dass ihr aufstehen könnt, ja. Dass ihr nicht gleich umfallt. Fällst du um beim Aufstehen? Auf jeden Fall soll es das wieder von den 10 Fakten gewesen sein. Falls ihr auch so Lifehacks habt, wisst, schreibt sie einfach in die Kommentare, weil so viele gibt es davon eigentlich nicht und wäre mal nett von euch auch ein paar wieder ins Video reinbringen zu können. Falls ihr also irgendwelche wisst, schreibt sie in die Kommentare und wir sehen uns dann am nächsten... Wir sehen uns dann also am nächsten Dienstag. Haut da rein, Jungs!